Mutter liegt am Leiche im Ried, so es wurde in den Kondell. Jesus ist mein Graber, da liegt Johann Kadaver. Wer ist und das? Kennst du den? Ossi Pfeiffer! Bevor ich meine Geschichte erzähle, musst du wissen, dass es ein Irrglaube ist, dass in den kleinen Dörfern auf dem Land ein jeder alles über den anderen weiß. Jeder kennt einen jeden und kann irgendwas über ihn erzählen. Aber die Wahrheit, und damit meine ich die richtige Wahrheit, die kennen die wenigsten. Weil was hinter den verschlossenen Haustüren der Leute passiert, bleibt auch auf dem Land, oft im Verborgenen. Da ja so ein Mord ohne Opfer eine langweilige Sache ist, präsentiere ich jetzt ein bisschen was als Opfer. Wie schon gesagt, ist das Leben im Dorf nicht besonders abwechslungsreich gewesen. Deshalb war das, was es gegeben hat, eben besonders wichtig für die Leute. Offiziell war natürlich die Kirche das Allerwichtigste. Jeden Sonntag sind die Menschen in Tratschen brav in ihr Gotteshaus gepilgert, um den dicken Pfarrer Römer predigen zu hören. Der hat nämlich wirklich gut gepredigt. Von Nächstenliebe, Treue in der Partnerschaft und zu Gott. Und über Ehrlichkeit hat er meistens gesprochen, der Herr Pfarrer. Und vom Respekt, den man vor allen Menschen haben sollte. Die Leute haben ihm andächtig zugehört. Zumindest einige von ihnen. Viele waren mit ihren Gedanken in Wirklichkeit schon ganz woanders. Einigen hat der bevorstehende Frühschoppen dieses andächtige Lächeln ins Gesicht gezaubert und anderen natürlich die Vorfreude auf das kommende Fußballspiel. Fußball hat nämlich einen ganz hohen Stellenwert gehabt. Das war aber nicht immer so. Lange Jahre hat der Verein kein Schwein interessiert, weil die Burschen immer verloren haben. Aber seit der Höller vor 2 Jahren das Traineramt übernommen hatte, ist es steil bergauf gegangen mit der Mannschaft. In der letzten Meisterschaft waren sie sogar schon am 4. Platz. Darum war der Höllerer Hans auch sowas wie ein kleiner Nationalheld und hat viele Fans gehabt. Im Laufe der Zeit ist er zur örtlichen Prominenz aufgestiegen. Für den Höllerer war das natürlich eine Genugtuung, weil er, bevor er Fußballtrainer geworden ist, nicht viele Freunde gehabt hat. Genau genommen hat ihn keiner leiden können. Das hat aber nichts mit ihm persönlich zu tun gehabt. Er hat halt das Pech gehabt und ist in die falsche Familie hineingeboren worden. Irgendwann, viele Jahre bevor der Höllerer Hans zur Welt gekommen ist, hat es nämlich einen Vorfall gegeben. Sein Großvater, der auch Hans geheißen hat, hat sich nämlich dazu hinreißen lassen, innerhalb von 2 Wochen 3 Stadel anzuzünden. Darunter den vom damaligen Bürgermeister, den vom Feuerwehrkommandanten und zum Schluss den vom Kommandanten des Gendarmerie-Postens. Wie er dann versucht hat, im Vollrausch das Pfarrhaus in Brand zu setzen, ist er erwischt worden. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für ein Skandal war. Ja. Noch dazu musst du wissen, dass die Familie Röllerer sowieso keinen guten Stand gehabt hat, weil sie ursprünglich keine Tratschener waren. Sie sind zugezogen und jahrelang fremd geblieben. Zumindest der Großvater Hans. Seine Frau, die Irmgard, war irgendwann gar nicht mehr so fremd im Ort. Zumindest nicht den Männern. Ganz kurz nur so ein bisschen zur Erklärung, warum ich jetzt nicht zu sehr bis jetzt auf die eigentlich handelnden Charaktere eingehe. Ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, ich habe nicht gewusst, wie ich das machen soll, ohne zu viel zu verraten. Das ist wirklich so. Das ist wirklich, ich habe mir es nämlich dann, nachdem ja das ein bisschen gedauert hat, bis es erschienen ist, habe ich mir es dann selber noch mit durchgelesen und habe mir gedacht, bist du wahnsinnig, da passiert aber viel. es passiert nämlich wirklich viel. Nämlich so viel, dass man, wenn man da so einfach jetzt meint, so jetzt glaube ich da eine und jetzt lese ich euch da jetzt was vor, ne? Dann verrate ich was. Ergo habe ich Stunden damit verbracht, Passagen zu finden, wo ich nichts verrate. Im Wesentlichen war er ja selber schuld. Wenn er einfach seinen Mund gehalten und nicht gleich gesagt hätte, dass er den Höllerreihe aufgelegt hatte, wäre wahrscheinlich nichts passiert. Das hätten die Gendarmen niemals herausgefunden.
So viel war jetzt, wo der Mann für die ganze Geschichte gekannt hat, sicher. Er machte sich ziemliche Vorwürfe wegen dieser unbedachten Aussage. Und auch deswegen, weil er so bereitwillig mit diesem Leo geredet hatte. Der hat ihm offensichtlich von Anfang an nichts Gutes gewollt. Aber in seinem anfänglichen Schockzustand hat er das nicht begriffen. Jetzt war es zu spät. Natürlich fand er auch, dass das alles ungerecht war, weil er ein gutmütiger und hilfsbereiter Mensch war. Das wussten auch alle. Umso mehr war er enttäuscht und verbittert, dass anscheinend jeder in Tratsch nur allzu gern bereit war, seine Meinung zu ändern und ihm in den Rücken zu fallen. Und auch seiner Familie. Was waren das nur für Menschen, die einen, den sie schon ein ganzes Leben lang kannten, so grausam behandelten? Eine Frage, die sich der Manfi auch nicht beantworten konnte. Sicher war er sich nur in einer Sache. Er wollte auf keinen Fall nach Hause gehen. Das konnte er einfach nicht. Davor hatte er einfach viel zu viel Angst. Davor, wie man ihn im Ort anschauen würde, davor, dass man hinter seinem Rücken blöd reden würde und auch davor, dass man ihn und seine Familie jetzt ausgrenzen würde. Unglaublich aber war, der große, unerschütterliche Mann mit der Bärenstatur bestand nur noch aus Angst. Und jetzt saß er eben da, in der Hütte und sah zum Fenster hinaus. In seiner linken Hand hielt er den Lauf der Schrotflinte, die er gerade putzen wollte. In der rechten hatte er einen Lappen. Vor ihm auf dem Tisch lagen der hintere Teil der Waffe und eine Schachtel voller Patronen. Langsam und mit Tränen in den Augen wendete der Manfi seinen Blick vom Fenster ab und sah die zerlegte Waffe an, als hätte er sie nie zuvor gesehen. Er wischte sich mit dem öligen Putzlappen die Tränen aus dem Gesicht und putzte weiter. Eine Viertelstunde später war das Ding seiner Meinung nach sauber genug und er baute die Flinte wieder zusammen. Er nahm zwei Patronen aus der Schachtel, schob sie in den gekippten Lauf und drückte nach oben, bis er mit einem deutlichen Klicken einrastete. Und auf einmal lächelte er, der Manfi. Nämlich über den Gedanken, der ihm genau in diesem Moment durch den Kopf ging. Der arme Narr dachte tatsächlich, dass er dem Friedel jetzt einen ganz schön bösen Streich spielen würde, wenn er sich ausgerechnet in dessen Jagdhütte mit einer seiner eigenen Schrotflinten den Kopf wegblasen würde. Das Schloss, das der Manfi bei seinem Einbruch kaputt gemacht hatte, war ihm nämlich zu wenig Strafe für den Friedel. Unglaublich, oder? In so einer Situation, wo du gerade beschlossen hast, dir die Birne wegzupusten, so einen irrationalen Gedanken zu haben und ihn auch noch lustig zu finden. Daran siehst du, in welchem geistigen Ausnahmezustand der Manfi in dem Moment gewesen sein muss. Allerdings änderte sich das schnell, weil sich seine Gefühle rasch in eine Mischung aus Zorn und Verzweiflung verwandelt haben, wie er feststellen musste, dass das mit dem Birne wegpusten gar nicht so einfach war. Du musst nämlich wissen, dass die Flinte vom Friedel ein ziemlich schönes und altes Stück gewesen ist. Das war aber nicht das Problem, das der Manfi hatte. Nein, das Problem war in dem Moment, dass der Lauf der Waffe sehr lang war. Jedenfalls länger als die Arme vom Manfi. Jetzt musst du dir vorstellen, wie der arme Tropf zuerst im Sitzen und dann im Stehen versucht hat, eine Position zu finden, die passte. Dabei machte er so arge Verrenkungen, dass es für einen Beobachter ziemlich sicher lustig gewesen wäre. Vor lauter Zorn hatte er schon einen knallroten Kopf und er schwitzte ganz arg. Trotz aller Versuche war es wie verhext. Lauf im Mund, Arme zu kurz. Finger am Abzug, Lauf nicht im Mund. Das hat er in allen Varianten durchgespielt. Daran kannst du erkennen, dass er nicht sonderlich viel Erfahrung im Kopf wegpusten hatte. Schlussendlich hatte er aber doch noch eine Idee und zog sich die Schuhe aus. Dann stellte er einen Stuhl genau in die Mitte des Raumes und setzte sich darauf, weil er natürlich schon wollte, dass es eine gewaltige Sauerei wird. Ein kleines bisschen Rachgefühl musste schon sein. Bis zu diesem Punkt ist sicher schon eine Stunde vergangen gewesen. So lange hatte sich der Manfi mit seinem Selbstmord schon abgewöhnt. Da hätte man fast denken können, dass es wirklich ernst meinte. Aber die Idee mit dem Sitzen war im Ansatz gar nicht so schlecht. Der Manfi ist nämlich draufgekommen, dass er dann den Lauf in den Mund nehmen und mit der großen Zehe abdrücken konnte. Aber auch dieser Versuch endete wieder mit wilden Verrenkungen. Jetzt ist dem Manfi nämlich auf den Kopf gefallen, dass er immer so ein guter Esser war. Er brachte sein Knie nicht am Bauch vorbei. Stell dir das einmal vor.
Da sitzt du, wild entschlossen, dein Lebenslicht auszublasen und scheiterst an den Schnitzeln, die du jahrelang in dich hineingestopft hast. Das ist sicher nicht der geeignete Moment, um über eine Diät nachzudenken. Das hat auch der Manfred nicht getan. Aber wie er dann auch noch erkennen musste, dass sein großer Zeh seinen Namen alle Ehre machte, weil er nicht in den Abzugsbügel passte, musste er selbst laut lachen. Aber es war kein amüsiertes Lachen. Es war eher das Lachen eines Irren. Richtig gruselig. Er nahm die Flinte, pfefferte sie in eine Ecke und hüpfte herum wie Rumpelstilzchen. Nachdem er sich einigermaßen beruhigt hatte, ging er zum Waffenschrank, um sich ein kürzeres Gewehr zu holen. Und siehe da, er fand im oberen Regal des Schrankes etwas noch viel Besseres. Einen Revolver. Schwer zu sagen, ob er in diesem Moment erleichtert oder doch mehr verärgert war. Sein Wegbußproblem war jedenfalls gelöst. Weil so ein Revolver schließlich, wenn man so einen Revolver schließlich viel leichter in den Mund stecken und abdrücken kann. Ohne weitere Verzögerung schritt der Manfred jetzt zur Tat. Es war eine schöne und fließende Bewegung, die er da machte. Lauf rein, Finger auf den Abzug, abdrücken. Alles in einer einzigen, fast schon eleganten Bewegung. Den Knall hörte er aber nicht, weil es nämlich keinen gab. Klick hat es gemacht. Sonst nichts. Das Ding war doch tatsächlich nicht geladen. Da ist der Mann für auf die Knie gefallen und hat ganz bitterlich angefangen zu weinen. Er war so verzweifelt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und so laut geweint hat er, dass er die Stimmen von der Hütte fast überhört hätte. Und Schluss. Ein passendes Lied von unserem Musiker. Ich glaube, ich gehe jetzt. Es ist Zeit. Ich war schon viel zu lang. Und da.